Im Internet flammen immer wieder Gerüchte auf über die Möglichkeit einer Gewinnung elektrischer Energie aus kalter Fusion. Jetzt wollte ich einmal wissen, was die künstliche Intelligenz OpenAI zu diesem Thema zu melden hat. Frage an die künstliche Intelligenz, liebe AI. Angeblich soll es eine funktionierende Technik der Stromerzeugung bzw. der Energiegewinnung durch eine sogenannte kalte Fusion geben. Diese Technik nennt sich LENR. Kannst du mir einen ausführlichen Aufsatz schreiben zu dem Thema Tatsachen zu der kalten Fusion LENR? Dazu möchte ich gerne erfahren. 1. Gibt es dieses Verfahren wirklich? 2. Gibt es wissenschaftlich belegt eine funktionierende Anwendung? 3. Stimmt es, dass weltbekannte Unternehmen oder Institutionen wie beispielsweise die NASA, Rolls-Royce oder Siemens Patente zur Nutzung von LENR angemeldet haben? 4. Wer gilt als Erfinder oder Entdecker von LENR, wenn du mir einen ausführlichen Aufsatz zu dem Thema und zu meinen Fragen schreiben könntest? Würde ich mich sehr freuen. Antwort der künstlichen Intelligenz, lieber Nutzer, liebe Nutzerin, die kalte Fusion, auch bekannt als Low Energy Nuclear Reactions, LENR, ist eine hypothetische Form der nuklearen Reaktion, die bei Raumtemperatur und ohne die Notwendigkeit eines starken äußeren Energieeintrags stattfinden soll. Es wurde lange Zeit kontrovers diskutiert, ob LENR eine tatsächliche Energiequelle darstellt oder nicht. 1. Die Existenz von LENR wurde bisher nicht eindeutig nachgewiesen. Es gibt keine reproduzierbaren Experimente, die eine zuverlässige und wiederholbare Energieerzeugung durch LENR demonstrieren. Einige Experimente haben jedoch Anomalien in der Wärmeabgabe gezeigt, die als mögliche Hinweise auf LENR interpretiert werden können. Jedoch wurden diese Anomalien in verschiedenen Experimenten nicht immer konsistent beobachtet. 2. Es gibt bislang keine wissenschaftlich belegte, funktionierende Anwendung der kalten Fusion. Experimente, die darauf abzielten, eine positive Wärmefreisetzung durch LENR nachzuweisen, sind nicht konsistent genug, um als reproduzierbar und verlässlich anerkannt zu werden. 3. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Unternehmen oder Institutionen wie die NASA, Rolls-Royce oder Siemens Patente zur Nutzung von LENR angemeldet haben. Es gab jedoch in der Vergangenheit Patente und Anmeldungen, die sich auf LENR-Technologie beziehen. Ein Beispiel hierfür ist das Patent Method and Apparatus for Generating Nuclear Energy by Stimulating Heterogeneous Deuterium Plasma des italienischen Physikers Andrea Rossi IV. Die Idee der kalten Fusion LENR geht zurück auf die umstrittenen Experimente des Elektrochemikers Martin Fleischmann und seines Kollegen Stanley Pons im Jahr 1989. Sie behaupteten, eine Energieerzeugung durch eine kontrollierte Kernfusion in einem elektrochemischen Experiment nachgewiesen zu haben. Diese Experimente wurden jedoch von anderen Wissenschaftlern nicht reproduziert und galten als fehlerhaft. Seitdem haben sich viele Wissenschaftler mit der Erforschung der kalten Fusion beschäftigt, aber es gibt keinen einzelnen Erfinder oder Entdecker von LENR. Insgesamt bleibt die kalte Fusion LENR ein umstrittenes Thema, das von vielen Wissenschaftlern skeptisch betrachtet wird. Bisher gibt es keine reproduzierbaren Experimente, die eine eindeutige Energieerzeugung durch LENR zeigen, und es gibt keine wissenschaftlich anerkannte Anwendung. Nach mehrmaliger Aufforderung, eine bessere Antwort zu generieren, die kalte Fusion, auch bekannt als LENR, Low Energy Nuclear Reactions, ist ein sehr umstrittenes Thema in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Hier sind einige Tatsachen zu diesem Thema. 1. Gibt es dieses Verfahren wirklich? Die kalte Fusion ist seit Jahrzehnten Gegenstand wissenschaftlicher Forschung, aber es gibt keine einheitliche Meinung darüber, ob sie tatsächlich funktioniert oder nicht. Einige Forscher behaupten, dass sie in der Lage sind, sie zu reproduzieren, während andere sagen, dass sie nicht funktioniert. Die meisten Wissenschaftler sind skeptisch, da es bisher keine schlüssigen Beweise dafür gibt, dass die kalte Fusion eine tatsächliche Energiequelle ist. 2. Gibt es wissenschaftlich belegt eine funktionierende Anwendung? Es gibt bisher keine wissenschaftlich belegte Anwendung der kalten Fusion. Obwohl es einige positive Ergebnisse in Laborversuchen gab, konnten diese Ergebnisse von anderen Forschern nicht reproduziert werden. Es gibt keine schlüssigen Beweise dafür, dass die kalte Fusion eine praktische Energiequelle sein kann. 3. Stimmt es,
dass bekannte Unternehmen oder Institutionen wie beispielsweise die NASA, Rolls-Royce oder Siemens Patente zur Nutzung von LENR angemeldet haben? Es stimmt, dass einige Unternehmen und Institutionen Patente im Zusammenhang mit LENR angemeldet haben. Die NASA hat beispielsweise Patente im Zusammenhang mit LENR-Forschung angemeldet, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass sie diese Technologie aktiv nutzen oder dass es eine funktionierende Anwendung gibt. Es ist auch wichtig zu beachten, dass Patente nicht immer darauf hinweisen, dass es eine funktionierende Technologie gibt. 4. Wer gilt als Erfinder oder Entdecker von LENR? Es gibt keine einzelne Person oder Gruppe, die als Erfinder oder Entdecker von LENR gilt. Die kalte Fusion ist das Ergebnis von jahrzehntelanger Forschung und viele Wissenschaftler haben in diesem Bereich gearbeitet. Einige der bekanntesten Forscher auf diesem Gebiet sind Stanley Ponz und Martin Fleischmann, die 1989 eine Pressekonferenz gaben, um ihre Forschungsergebnisse zu präsentieren. Ihre Ergebnisse wurden jedoch von vielen anderen Forschern nicht reproduziert und die Ergebnisse der kalten Fusion sind seitdem umstritten. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die kalte Fusion ein umstrittenes Thema in der wissenschaftlichen Gemeinschaft ist und es bisher keine schlüssigen Beweise dafür gibt, dass sie als praktische Energiequelle genutzt werden kann. Obwohl einige Unternehmen und Institutionen Patente im Zusammenhang mit LENR angemeldet haben, bedeutet das nicht unbedingt, dass es eine funktionierende Anwendung gibt. Die Forschung auf diesem Gebiet wird jedoch fortgesetzt und es bleibt abzuwarten, ob in Zukunft eine praktische Anwendung gefunden werden kann. Und dann noch ein letzter neuer Versuch. 5. Antwort aus 5 Versuchen. Lieber Nutzer, liebe Nutzerin, die Idee der kalten Fusion, auch als LENR, Low Energy Nuclear Reactions, bezeichnet, ist seit vielen Jahren ein umstrittenes Thema innerhalb der Wissenschaftsgemeinde. Es gibt sowohl Befürworter als auch Skeptiker dieser Technologie. In diesem Aufsatz werden wir versuchen, die wichtigsten Fakten zu diesem Thema zu beleuchten und Ihre Fragen zu beantworten. 1. Gibt es dieses Verfahren wirklich? Die kalte Fusion ist eine hypothetische Form der Kernfusion, bei der keine extrem hohen Temperaturen und Drücke benötigt werden, wie es bei der herkömmlichen Fusion der Fall ist. Sie wird auch als LENR bezeichnet, weil sie bei Raumtemperatur und mit niedriger Energie abläuft. Seit den 1980er Jahren gibt es Berichte über die erfolgreiche Durchführung von kalten Fusionsexperimenten, aber diese sind bis heute nicht vollständig reproduzierbar. Die meisten Wissenschaftler halten die kalte Fusion für eine pseudowissenschaftliche Idee, da sie gegen die gängigen physikalischen Theorien verstößt. 2. Gibt es wissenschaftlich belegt eine funktionierende Anwendung? Bisher gibt es keine wissenschaftlich belegte und reproduzierbare Anwendung von LENR-Technologie. Es gab einige vielversprechende Ergebnisse von Experimenten, die jedoch von anderen Forschern nicht reproduziert werden konnten. Es gibt auch einige Berichte von Unternehmen und Organisationen, die angeblich LENR-Technologie nutzen, aber es gibt keine unabhängigen Studien, die ihre Behauptungen bestätigen. 3. Stimmt es, dass bekannte Unternehmen oder Institutionen wie beispielsweise die NASA, Rolls-Royce oder Siemens Patente zur Nutzung von LENR angemeldet haben? Es gibt in der Tat einige Unternehmen und Institutionen, die Patente im Zusammenhang mit LENR-Technologie angemeldet haben. Zu diesen gehören die NASA, Mitsubishi, Toyota, Brilouin Energy und einige andere. Allerdings ist das Anmelden eines Patents kein Beweis dafür, dass eine Technologie tatsächlich funktioniert oder praktisch anwendbar ist. 4. Wer gilt als Erfinder oder Entdecker von LENR? Es gibt keine einzelne Person, die als Erfinder oder Entdecker der kalten Fusion oder LENR-Technologie gilt. In den 1980er Jahren berichteten Martin Fleischmann und Stanley Ponz, beide damals an der Universität von Utah tätig, über erfolgreiche Experimente mit kalter Fusion. Ihre Ergebnisse wurden jedoch von anderen Forschern nicht reproduziert, und es gab starke Vorwürfe, dass ihre Ergebnisse auf unzureichende Experimente und ungenaue Messungen zurückzuführen waren. Insgesamt gibt es bisher keine überzeugenden Beweise dafür, dass die kalte Fusion oder LENR-Technologie tatsächlich funktioniert und praktisch anwendbar ist. Es gibt jedoch immer noch Forschung auf diesem Gebiet, und es ist möglich, dass in der Zukunft neue Entwicklungen zu einem besseren Verständnis und einer Anwendung dieser Technologie führen könnten. VV